Und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute ist Mittwoch und heute habe ich euch so dieses Beispiel, Momente, in denen es besser gewesen wäre, ich hätte es gelassen, obwohl andererseits auch nicht, obwohl vielleicht ja doch. Also, ihr kennt ja vielleicht schon meinen kleinen Hasen Leo. Und Leo hat einen Stall, dessen Gehege, also dieses Gitter oben drauf, das ist sehr lattrig. Und das hat mir jetzt schon länger nicht gefallen und ich muss zugeben, ich habe es auch überhaupt nicht gemocht. Entschuldigt, ich versuche gerade parallel Plastik wegzupulen. Ja. Und das fand ich dann doof und die alten Ställe, die wir so hatten, die waren eigentlich vom Gitter her top. Und dann habe ich halt geguckt, ob wir da noch welche haben. Und dann habe ich auf unserem Dach, hat meine Mutter auf dem Dach, ich habe es nicht mehr gewusst, aber Mom noch. Und da hat sie auf dem Dach auf jeden Fall noch ein, ja, dieses Gitter gefunden. Aber das Gitter war viel zu klein und es ist dann zu so einem runden Ei fast geworden, das Gitter obendrauf. Und an den Seiten waren ungefähr viermal solche Löcher, die ungefähr so groß waren wie der Kopf von meinem Hasen. Da habe ich gesagt, nee, da riskieren wir nichts, weil ich habe dann irgendwie Angst gehabt, dass das Gitter platzt oder dass der Hase dann seinen Kopf da durchsteckt und vielleicht irgendwo hängen bleibt und sowas. Und dann wollte ich da besser nichts riskieren und da habe ich gesagt, ich gucke jetzt einfach mal im Internet, ob ich nur noch die Schüssel von unten, weil das daran lag, finde, die genauso groß ist wie die, die wir hatten. Also habe ich mich auf eBay Kleinanzeigen gesprungen und ja, jetzt kommt gerade meine Mom. Ja, weil Leo, der sitzt seit neuestem nur noch oben auf so einem Hocker-Dings da drauf, den kriegst du da nicht mehr runter, wirklich. Ja, auf jeden Fall habe ich dann, jetzt bin ich voll rausgekommen gerade. Ja, dann habe ich auf jeden Fall auf eBay Kleinanzeigen geguckt, ob ich irgendwo was finde. Lauf einfach durch, Mutter, das macht keinen Unterschied. Ja, hier seht ihr die Beine meiner Mutter und den Mist meines Hasen. Ja, auf jeden Fall war es dann so. Wartet mal ganz kurz. So, jetzt sieht man den Misch des Hasens schon nicht mehr. Das ist wenigstens eine Steigerung. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich tatsächlich noch einen Stall gefunden habe. Und der war 1,20 Meter auf so 1,60. Ich muss raten. Also es könnte mehr oder weniger gewesen sein. Und auf jeden Fall war das dann. Auf jeden Fall, da kommen wir gleich dazu. Aber dann jetzt zur Geschichte, wie ich dann diesen Stall abholen bin. Letzten Mittwoch, also der Stall ist jetzt eine Woche alt ungefähr. Letzten Mittwoch sind dann meine Mutter. Die schon grinsend an mir vorbeiläuft. Ja, meine Mama und ich sind dann auf jeden Fall los. Weil ich gesagt habe, ich möchte den Stall abholen. Also wir möchten den erstmal besichtigen, weil ich noch nicht weiß, ob er uns gefällt. Und ich will nichts kaufen, wo man nicht gesehen hat. Dann auf jeden Fall war es so, dass das nicht sehr weit von uns entfernt war. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, na, Siri wird uns leiten, mit meinem Handy in der Hand, so, Siri wird uns leiten, wir können uns nicht aussehen, Siri erzählt uns was. Als kleine Zwischeninfo, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist mein, alles auf meinem Handy ist deutsch, nur mein Navi, das plott auf Französisch, also, wenn es denn plott, aber das, da kommen wir gleich dazu. Ja, auf jeden Fall habe ich dann die Strecke eingegeben. Und ungefähr auf dem ersten Drittel habe ich dann gemerkt, ich habe ja gar keine Ortungsdienste aktiviert, also woher soll ich das Navi wissen, wo wir gerade sind? Dann auf dem nächsten Meter habe ich dann, ich bin dann immer so gesessen und habe so geguckt und habe immer auf das, oh, der Punkt bewegt sich, wenn man drauf drückt. Aber meine Mutter gefragt so, ja, wo müssen wir dann hin? Wenn ich so durch, ja, also da jetzt ungefähr 1,5 Meter, so ungefähr 1,5 Meter, dann so rechts, wenn es da stand.
Und dann hab ich auf jeden Fall, sind wir dann bis zu einem gewissen Punkt, hat meine Mutter zum Glück den Weg von sich aus gefunden. Und dann irgendwann sind wir dann an den Punkt gekommen, wo es in die Straße gehen hätte sollen. Und dann sag ich so zu meiner Mutter, also jetzt müssen wir, und dann so, also jetzt sind wir falsch. Hat meine Mutter zu mir gesagt, jetzt will sie das Handy, weil meine Navigation wäre ja ganz bescheiden gewesen. Und war auch wirklich bescheiden, weil ich meine, meine Navigation bestand aus, ich starte auf diesen Bildschirm. Und das Einzige, was ich je gesagt habe, war, ja, jetzt sind wir falsch. Ja. Hat meine Mutter dieses Navi auf jeden Fall in ihre Hand genommen und hat mal auf die Karte geguckt. Und dann sind wir durch Mutters Hilfe dann auch angekommen. Nur direkt vor der, also in der Straße, die wir rein mussten, war gerade dieser Umzugswagen. So ein riesen Umzugswagen stand uns im Weg. Und ja, dann sind wir irgendwann weitergefahren und dann sind wir dann endlich dort, wo wir hin mussten, angekommen. Und da war es dann auch so, dass wir vor der Tür direkt irgendein maßlos zugeparkt. Der war zugeparkt fürs Leben. Ja, und dann sind wir da auf jeden Fall rein und dann haben wir den Stall angeguckt und dann habe ich zu Mama gesagt, ja, ist genauso groß wie den wir zu Hause haben. Das passt, das passt. Ja, aber meine Mutter hat dann gesagt, der ist größer. Da habe ich mir so gedacht, ja, nee, ist klar, nee, Hauptsache. Da hat auf jeden Fall meine Mutter den ersten Teil, nämlich die Schale, ins Auto gebracht. Entschuldigung, das ist so richtig lustig irgendwie immer noch. Ja, und dann hat meine Mutter die Schale ins Auto gebracht und dann, nachdem sie die Schale ins Auto gebracht hat, haben wir dann zusammen das Gitter rausgetragen, das zu unserer Überraschung aber fest war. Die alten, die sind so, dass man die Seiten so wegklappen kann. Naja, so ist es auch nicht, aber ungefähr so, dass es dann sowas ergibt, so der Art. Und das Neue, das war halt so fest, so. Das konnte ich dann nicht mehr bewegen, das war, ja. Was ich gut finde jetzt, wenn ich sagen muss, wenn ich den Kleinen so erlebe, weil der schon quirlig, obwohl eigentlich nicht mehr, aber er war mal quirlig. Langsam wird er ruhiger, aber auf jeden Fall, ja. Und dann haben wir dann auf jeden Fall erstmal die Schale wieder raustun müssen. Die Schale schräge wieder reintun müssen. Ich habe in dem Zeitpunkt dann festgestellt, das stinkt nach Meerschweinchen, das alles spät. Dann haben wir auf jeden Fall das Gitter rein und die Schale rein. Und dann sage ich so zu meiner Mutter, so ganz schockiert, Mama, da kann man ja jetzt gar nicht mehr hinten rausgucken. Ja, dann habe ich auf jeden Fall, sind wir dann nach Hause gefahren und haben das Gitter dann auch in den Keller gebracht, wo es auslüften soll. Und als es die letzten paar Tage so geregnet hat, habe ich mir dann überlegt, ob wir es mal rausstellen, damit es da mit dem Regen sauber wird. Aber dann hat meine Mutter zu mir gemeint, nee, nicht, dass noch ein Vogelsalzvogel drin gewinnt. So, jetzt zu dem Punkt, was man wirklich bei mir sagen muss, das ist anscheinend eine chronische Geschichte mit diesem Vogelsalz. Weil das war nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist, aber es ist das zweite Mal, dass Mama es mir jetzt wahrscheinlich bis ans Ende aller Tage vorhalten wird. Vor einigen Jahren, damals hatte ich noch nicht eine Handy-Flat, da war es auf jeden Fall so, dass ich mit meiner Mutter losgefahren bin. Das war weiter weg und Mama hat den Weg und alles gekannt, das war gar kein Problem. Und dann sind wir bei der Straße gewesen, wo der Verkäufer gewohnt hat. Und dann hat Mama wir waren auch an der Tür und dann hat Mama so gefragt, ja, und wo sollen wir jetzt klingeln? Und dann daraufhin kam bei mir so ein nochmal, ich hab was vergessen zu fragen. Wir hatten dann Glück, dass der Verkäufer rauskam, aber danach war meine Mutter nicht mehr so begeistert davon.
Und ein anderes Erlebnis, wo auch so verpeilt war, meinerseits, war, als ich mir das Handy, mit dem ich jetzt immer die Videos aufnehme, geholt habe. Musste auch wohin müssen. Nur was ich nicht wusste, war, dass wir direkt an so einem gruseligen Friedhof vorbeifahren mussten. Und das mitten in der Nacht. Das war nicht das schönste Erlebnis in dem Monat. Meine Mutter gibt mir schon wieder dieses mach hin, Zeichen, als ob sie, also wirklich. Ja, auf jeden Fall, ich neige dazu, irgendwie ein bisschen verpeilt zu sein, wenn es um solche Sachen geht, wie kleine Details an sowas. Und Mann, jetzt lach nicht! Das ist nicht nett! Also, weißt, anscheinend neige ich dazu, sehr stark verpeilt zu sein, wenn es um so kleine Sachen geht. Jetzt kriege ich ein zustimmendes Nicken. Also, wenn ihr mich fragt, das ist nur ein bisschen. Wenn ihr sie fragt, ist das ganz schön. Gut. Zwei Sichten auf dieselbe Sache. Gut, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am nächsten Freitag wieder. Das ist eigentlich diesen Freitag schon. Also, okay. Manchmal vergisst man auch sowas. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal solche Erlebnisse hattet, wo ihr total verpeilt irgendwas organisiert habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Ich fische mir jetzt einen Hase von diesem Bücherregal runter. Bis dann. Ciao. Ich habe vergessen, noch den Ausknopf zu drücken.